Bistabile Kippschaltungen, kurz Flipflops, werden zur Speicherung von digitalen Signalen in Zähler- und Schieberegisterschaltungen verwendet. Sie haben zwei stabile Zustände gesetzt, das heißt der Q-Ausgang ist auf 1 und der Q-Nicht-Ausgang auf 0 und rückgesetzt, das heißt der Q-Ausgang ist auf 0 und der Q-Nicht-Ausgang auf 1. Das Setzen und Rücksetzen kann entweder über die statischen Eingänge S und R erfolgen oder zusammen mit dem Takteingang über die flankengesteuerten Eingänge J und K. Die meisten käuflichen Flipflops, wie auch der Baustein 4027, der gleich zwei Flipflops enthält, bieten sowohl die Möglichkeit der statischen als auch die Möglichkeit der Flankensteuerung. Der Q-Ausgang geht auf 1, wenn entweder der S-Eingang auf 1 gelegt wird, R darf nicht gleichzeitig auf 1 liegen, oder wenn der J-Eingang auf 1 gelegt wird und der C-Eingang gleichzeitig eine 0-1-Flanke erhält. Der Q-Nicht-Ausgang geht auf 1, wenn entweder der R-Eingang auf 1 gelegt wird, S darf nicht gleichzeitig auf 1 liegen, oder wenn der K-Eingang auf 1 gelegt wird und der C-Eingang gleichzeitig eine 0-1-Flanke erhält. Die statischen Eingänge S und R haben Priorität gegenüber den flankengesteuerten Eingängen J und K. Damit J und K wirken können, müssen S und R auf 0 liegen. Liegen J und K gleichzeitig auf 1, wird das Vorbereitungssignal wirksam, das bei der nächsten Taktflanke zu einer Änderung des Ausgangs führt. Ist zum Beispiel das Flipflop gesetzt, Q gleich 1, Q nicht gleich 0, wird es bei der nächsten Taktflanke zurückgesetzt. Ist das Flipflop zurückgesetzt, Q gleich 0 und Q nicht gleich 1, wird es bei der nächsten Taktflanke gesetzt. Hier ist nochmal das Verhalten des Flipflops anhand von Signalverläufen dargestellt. S- und R-Signal haben absolute Priorität. Sobald S auf 1 geht, geht ohne Verzögerung der Q-Ausgang auf 1 und der Q-Nicht-Ausgang auf 0. Ebenso wird das Flipflop ohne Verzögerung zurückgesetzt, wenn R auf 1 geht. Gleichzeitig auftretende J-, K- und C-Signale haben keinerlei Einfluss. S und R dürfen nicht gleichzeitig auf 1 liegen. Sind weder S noch R auf 1 und liegt an J eine 1, so geht der Q-Ausgang bei der nächsten 0-1-Taktflanke auf 1 und der Q-Nicht-Ausgang auf 0. Liegt an K eine 1, geht der Q-Ausgang bei der nächsten 0-1-Taktflanke auf 0 und der Q-Nicht-Ausgang auf 1. Liegen J und K gleichzeitig auf 1, ändert das Flipflop bei jeder 0-1-Taktflanke seinen Zustand. Liegen S und R bzw. J und K gleichzeitig auf 0, ändert sich der Zustand des Flipflops nicht. Ein Eingang, der nicht auf ein Dauersignal, sondern nur auf steile Signalflanken reagiert, heißt dynamischer Eingang, wie zum Beispiel der Takteingang. Er wird im Schaltzeichen durch ein kleines Dreieck dargestellt. Der kleine Kreis vor dem Dreieck bedeutet, dass das Flipflop nur auf 1-0-Taktflanken reagiert.
Bei dem ganz rechts dargestellten Master-Slave-Flipflop wird das J- oder K-Signal bei der vorderen, also der 0-1-Taktflanke, eingelesen, jedoch erst bei der rückwärtigen, also der 1-0-Taktflanke, ausgegeben. Dieses Verhalten wird durch den kleinen Winkel vor jedem Ausgang dargestellt. Hier ist ein Flipflop des Bausteins 4027 als SR-Flipflop geschaltet. Die Eingänge S und R erhalten über Pull-Down-Widerstände Nullsignal, wenn die Taster nicht betätigt sind. Die Eingänge J, K und C liegen auf 0, sind also nicht aktiv. Das SR-Flipflop in Aktion. Es ist zunächst zurückgesetzt, das heißt, die rote LED leuchtet. Wenn ich den S-Taster betätige, dann wird das Flipflop gesetzt, die blaue Leuchtdiode leuchtet. Wenn ich den R-Taster wieder betätige, wird das Flipflop wieder zurückgesetzt. Beide Taster gleichzeitig zu betätigen, ist von der Logik her nicht erlaubt, denn dann sind ja beide Ausgänge des Flipflops auf 1, das heißt der Q-Ausgang und der Q-Nicht-Ausgang sind auf 1. Das widerspricht den Regeln der Logik, wonach ja der Q-Ausgang immer den entgegengesetzten Zustand des Q-Nicht-Ausgangs haben muss. Nur beim JK-Flipflop ist es zulässig, dass Setz- und Rücksetz-Eingang, also J und K, gleichzeitig auf 1 liegen, weil immer nur einer von beiden durchgeschaltet wird. Hier ist ein Flipflop des Bausteins 4027 als JK-Flipflop geschaltet. Die Eingänge J, K und C erhalten über Pull-Down-Widerstände Nullsignal, wenn die Taster nicht betätigt sind. Die Eingänge S und R liegen auf 0, sind also nicht aktiv. Das JK-Flipflop in Aktion. Es ist zunächst zurückgesetzt und wenn ich den C-Taster betätige, dann passiert nichts. Auch wenn ich den J-Taster, also den eigentlichen Setzvorbereitungstaster betätige, passiert auch nichts. Erst wenn ich J und C betätige, dann geht der Ausgang auf High, auf 1. Das heißt, die blaue Leuchtdiode leuchtet. Wenn ich keine Taste betätige, bleibt dieser Zustand erhalten. Erst wenn ich K und anschließend C betätige, dann wird das Flipflop wieder zurückgesetzt und die rote Leuchtdiode leuchtet wieder. Hier ist ein Flipflop des Bausteins 4027. Als D-Flipflop geschaltet. Die Eingänge J, K und C erhalten über Pull-Down-Widerstände ein definiertes Nullsignal. Die Eingänge S und R liegen auf 0, sind also nicht aktiv. Eins der vier NOR-Glieder des Bausteins 4001 wird als Nichtglied verwendet. Hier ein D-Flipflop in Aktion. Es ist zunächst zurückgesetzt und am Ausgang liegt eine 0 oder am Q-Nicht-Ausgang eine 1. Das ist diese blaue Leuchtdiode.
Betätige ich jetzt den D-Eingang hier mit dem Taster, dann liegt am D-Eingang eine 1, aber am Ausgang tut sich nichts. Erst wenn ich den C-Taster betätige, dann geht der Ausgang auf 1 und die blaue Leuchtdiode erlischt. Wenn ich den D-Taster wieder loslasse, wie gerade geschehen, dann bleibt dieser Zustand erhalten. Erst wenn ich jetzt den C-Taster wieder betätige, dann wird das Flipflop wieder zurückgesetzt. Hier ist ein Flipflop des Bausteins 4027 als T-Flipflop geschaltet. Der Eingang C erhält über einen Pull-Down-Widerstand Null-Signal, wenn der Taster nicht betätigt ist. J und K liegen ständig auf 1, die Eingänge S und R liegen auf 0, sind also nicht aktiv. Das T-Flipflop in Aktion. Bei jedem Betätigen des C-Tasters ändert der Ausgang seinen Zustand. Mit den beiden Flipflops des Bausteins 4027 lässt sich ein Master-Slave-Flipflop aufbauen. Das erste Flipflop, das Master-Flipflop, wird von der vorderen Taktflanke gesteuert, das zweite Flipflop, also das Slave-Flipflop, von der rückwärtigen Taktflanke. Als Nichtglied für das Taktsignal dient eins der vier NOR-Glieder des Bausteins 4001. Die Eingänge J, K und C erhalten über Pull-Down-Widerstände Null-Signal, wenn der entsprechende Taster nicht betätigt ist. Ist das Master-Flip-Flop zum Beispiel zurückgesetzt und es wird eine 1 an den J-Eingang gelegt, wird das Master-Flip-Flop bei der nächsten 0-1-Taktflanke gesetzt und die grüne LED leuchtet. Die danach folgende 1-0-Taktflanke bewirkt, dass dieses Signal vom Slave Flipflop übernommen wird und die blaue LED leuchtet. Erst beim nächsten Taktimpuls kann das Ausgangssignal des Slave Flipflops zum eventuell folgenden nächsten Master Slave Flipflop weitergeschoben werden. Das ist der Schaltungsaufbau. Das Master-Slave-Flipflop in Aktion. Es ist zunächst zurückgesetzt. Das heißt, die blaue Leuchtdiode leuchtet, weil das Slave Flipflop zurückgesetzt ist. Die grüne leuchtet, weil das Master Flipflop zurückgesetzt ist. Wenn ich jetzt den Taster J betätige und anschließend C, dann geht die gelbe Leuchtdiode an. Das heißt, das Master Flipflop ist jetzt gesetzt, aber die rote Leuchtdiode geht erst an, wenn ich den C-Taster wieder loslasse. Das heißt, jetzt ist erst das Slave-Flipflop gesetzt. Beim Rücksetzvorgang muss ich zuerst den K-Taster betätigen und dann den C-Taster. Jetzt ist die grüne Leuchtdiode angegangen. Das heißt, jetzt ist das Master-Flipflop wieder zurückgesetzt. Aber erst, wenn ich den Taster C wieder loslasse, dann geht auch die blaue Leuchtdiode wieder an und jetzt ist das Slave Flipflop erst zurückgesetzt.
Der CMOS-Baustein 4096 enthält ein fertig verschaltetes JK Master Slave Flipflop. Schaltet man mehrere T-Flipflops so hintereinander, dass der Q-Ausgang jedes Flipflops das Taktsignal für das darauf folgende Flipflop liefert, entsteht ein Binärzähler. Bei vier Stufen oder Flipflops liefern die vier Q-Ausgänge eine Binärzahl zwischen 15 und 0. Anhand der Signaldiagramme und der Wertetabellen lassen sich die Vorgänge leicht nachvollziehen. Hier nun der vierstellige Binärzähler in Aktion. Die rote Leuchtdiode zeigt die Eingangsimpulse an, die gezählt werden, und die vier blauen Leuchtdioden zeigen die vierstellige Ausgangsbinärzahl an, wobei die blaue Leuchtdiode ganz links die höchstwertige und die blaue Leuchtdiode ganz rechts die niederwertigste Stelle ist. Wenn die blaue Leuchtdiode ganz links aufleuchtet, entspricht das der Dezimalzahl 8, bei dieser Leuchtdiode der Dezimalzahl 4, bei der Dezimalzahl 2 und hier der Dezimalzahl 1. Wenn also beispielsweise die Leuchtdiode ganz links und die hier die zweite von rechts gleichzeitig aufleuchten, dann entspricht das der Dezimalzahl 8 plus 2, also 10. Im Moment ist der Zählerstand 0 und da es sich hier um einen Rückwärtszähler handelt, wird beim ersten Eingangsimpuls der Zähler auf die maximale Zahl, nämlich 15, entsprechend der Binärzahl 1111 springen. Beim nächsten Impuls haben wir dann die Binärzahl 1110, das entspricht der Dezimalzahl 14. Beim nächsten Impuls 1101 entspricht der Dezimalzahl 13 und so weiter. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liefert statt des Q-Ausganges der Q-Nicht-Ausgang jedes Flipflops das Taktsignal für das folgende Flipflop, erhält man einen Vorwärtszähler im Gegensatz zum Rückwärtszähler aus dem vorigen Schritt. Beide Zähler, Vor- und Rückwärtszähler, lassen sich auch als Frequenzteiler 1 zu 2, 1 zu 4, 1 zu 8 oder 1 zu 16 verwenden. Zähler werden normalerweise nicht als Hintereinanderschaltung von Flipflops dargestellt, das wäre viel zu unübersichtlich, sondern mit einem zusammenfassenden Schaltzeichen, oben die Steuerung und unten die vier oder mehr Stufen bzw. Flipflops. Mit einer Dekodierschaltung, hier der Baustein 4511, kann die Binärzahl des Zählers in ein Format zur Ansteuerung einer 7-Segment-Anzeige umgewandelt werden. Der Baustein 4511 erfordert eine LED-7-Segment-Anzeige mit gemeinsamer Kathode. Hier jetzt zwei Beispiele für die Zählerstände 5 und 7.
Die aktiven Leitungen, also die, die ein Signal führen, sind rot gefärbt. Der CMOS-Baustein 4029 enthält einen kompletten 4-Bit-Vorwärts-Rückwärtszähler mit Vorwahl- und Binärdezimalumschaltung. Hier das Anschlussbild des Decoders 4511. Und so funktioniert die BCD 7-Segment-Dekodierschaltung 4511. Mit diesen 4 DIP-Schaltern wird eine Binärzahl an die Eingänge des Decoders gelegt. Ganz links der Schalter ist für die niederwertigste Stelle und ganz rechts der Schalter für die höchstwertige Stelle. Wenn ich jetzt den Schalter ganz links betätige, wird natürlich die 1 angezeigt. Wenn ich den nächsten Schalter betätige, die 2. Wenn ich den übernächsten Schalter betätige, die 4. Und schließlich die höchste Stelle der Binärzahl, die 8. Wenn ich zum Beispiel jetzt die 1 und die 4 betätige, dann wird natürlich eine 5 angezeigt und so weiter. Hier haben wir nochmal den schon bekannten Rückwärtszähler mit 4 blauen Leuchtdioden an den Ausgängen, jetzt aber mit nachgeschaltetem Decoder 4511 und 7-Segment-Anzeige. Alle 4 Leuchtdioden sind nicht eingeschaltet, das heißt, der Zähler steht auf 0. Beim ersten Impuls, weil es sich um einen Rückwärtszähler handelt, springt der Zähler jetzt auf die Zahl 15, entspricht der Binärzahl 1111. Da es sich hier bei 4511 um einen BCD-Decoder handelt, wird bei Zahlen über 9 die 7-Segment-Anzeige abgeschaltet. Das ist auch beim nächsten Impuls so, bei der Zahl 14, bei der Zahl 13, bei der Zahl 12, bei der Zahl 11, bei der Zahl 10, aber bei 9 wird die 7-Segment-Anzeige wieder eingeschaltet. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 und jetzt kommt wieder die 0. Und so sieht die komplette Schaltung aus mit dem Zähler IC 4029 und dem Decoder IC 4511. Und hier der Zähler 4029 in Aktion. Wir beginnen mit dem Zählerstand 0. Und bei 9 oder nach 9 beginnt der Zähler wieder von vorne bei 0. Wenn man jetzt den Pin 9 des Zählers statt mit 0 mit Plus verbindet, das habe ich jetzt mit der gelben Leitung umgesteckt, dann zählt der Zähler auch ganz normal bis 9, aber wie wir an den blauen Leuchtdioden sehen,
ist jetzt die Binärzahl 10 eingestellt und dann schaltet die Anzeige ab. Es kommt erst wieder eine Anzeige, wenn die 0 erreicht ist. Also man kann diesen Zähler umschalten von BCD, dann zählt er von 0 bis 9, auf binär und das ist dann 0 bis 15. Außerdem kann man hier mit diesem kleinen Schiebeschalter die Zählrichtung umstellen. Jetzt zählt der Zähler rückwärts. Bei 9 beginnt er jetzt. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Die Zählimpulse werden hier von einem Taktgeber mit dem Timer ICNE555 erzeugt. Ich habe hier den Ausgang dieses Taktgebers mit der weißen Leitung mit dem Takteingang des Zählers verbunden. Ich stecke jetzt wieder von binär auf Dezimal oder BCD um. Jetzt zählt der Zähler eben von 9 bis 0. Die Binärzahlen von 10 bis 15 werden unterdrückt. Jetzt schalte ich um auf Vorwärtszählen. Auch hier gilt, die Zahlen 10 bis 15 werden nicht angezeigt, weil der Zähler auf BCD-Betriebsart eingestellt ist. Mit dem Baustein 4029 lassen sich natürlich auch Zähler aufbauen, die bis 99, 999 oder 9999 und so weiter zählen können. Dazu muss der CO-Ausgang jeder Stufe mit dem CI-Eingang der nächsten Stufe verbunden werden, wie das hier zu sehen ist.